14 Tage Oberbayern. www.14tage.de Herzlich willkommen in der Grundschule Freilassing. Ich bin der Leon. Und ich der Vincent. Aus der Klasse 4E. Wir zeigen euch heute Trickfilme, die im Rahmen der Trickfilmtage entstanden sind und am 20. und 21. Juli in Trostberg im Stadtkino gezeigt werden. Die Trickfilm-Festivaltage bestehen aus der Präsentation der dieses Jahr eingerichteten Trickfilme und aus spannenden Workshops rund um das Thema Film, Kamera und Maske. Hallo, wir sind Philipp und Elias. Wir beginnen jetzt mit den Nachrichten. Das sind aber spezielle Kindernachrichten, in denen wir erfahren, was Kinder sich wünschen, was sie wichtig finden und womit sie sich befassen. Hallo und herzlich willkommen bei den Kids News der Klasse 4E. Nun kommen wir zu den Tagesthemen. Es wurde in Augsburg im Jahr 2015 ein neues Schwimmbad errichtet. Es berichtet live Alex Klinger aus Augsburg. Hier berichtet live Alex Klinger aus Augsburg. Wir sind hier im Zukunftsbecken. Wir sehen hier das Schleimbecken mit einer Tunnelrutsche und Aufzug. Daneben haben wir eine Kletterwand. Weiter geht's im Tomatensaftbecken für Kleinkinder mit winziger Wasserrutsche. Dabei zum Hinaufklettern eine Kletterwand. Das war unser Bericht aus Augsburg. Auf Wiedersehen. Und jetzt eine Sensation. Die ersten Kinder betraten am 12.05.2016 den Mond. Okay. Heute am 12.05.2016 flogen die ersten Kinder auf den Mond. Um 16.39 Uhr landeten die zwei, stiegen aus ihrer Rakete aus und steckten die Flagge in den Mond. Sofort hüpften sie zurück in die Rakete und hebten erschöpft wieder ab. Bei unserem letzten Beitrag berichtet Sebastian Goldmann über die unheimliche Begegnung des Odysseus mit den Zyklopen. Hier berichten wir live aus der Höhle des Zyklopen. Oh ja, das tut lecker. Jetzt noch trinken. Mein Auge. Keiner hat mich geblendet. Wo sind sie denn hin? Das war's für heute von den Kids News der Klasse 4E. Tschüss. Der nächste Film wurde von der Klasse 2A der Grundschule Bad Reichenhall in der Heiligenbrunner Straße hergestellt. Es geht um ein großes Wunder der Natur. In diesem Wunder geht es darum, wie sich Pflanzen durch die Tiere fortpflanzen. Viel Vergnügen! Ein Wunder! Einhornfuchs kommt vorbei. Klette fällt ab. Pflanze wächst. So schöne Blüten wachsen. So ein Wetter. Blüten fallen ab. Lecker Früchte. Ein Einhornfuchs kommt vorbei. Ein Film der Klasse 2A. Hallo, hier sind Manuel und Daniel und unser Studiogast Herr Hebel. Schön, dass Sie da sind. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Rudi Hebel. Ich arbeite beim Kreis Jugendring und ich unterstütze die Trickfilmtage, wo ich nur kann. Herr Hebel ist eingeladen, um uns etwas über die Trickfilme zu erklären. Was sind denn bitte die Trickfilmtage? Ja, die Trickfilmtage, da haben Jugendgruppen oder Schulklassen die Möglichkeit, selber Trickfilme zu erstellen. Dazu können sie Unterstützung anfordern, die wir dann organisieren. Und dann kann man da ja sein Projekt und seine Ideen umsetzen. Können Sie uns erklären, was eine Trickfilmbox ist?
Ja, eine Trickfilmbox, das ist eigentlich eine große Schachtel. In der Schachtel sind Scheinwerfer und wir bauen eine Kamera auf und das Ganze wird an einen Computer angeschlossen. Und dann gibt es da auf dem Computer ein spezielles Programm, mit dem kann man die Trickfilme dann im Prinzip fotografieren und am Schluss auch anschauen. Und wie macht man einen Trickfilm? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Trickfilm zu machen. Man kann entweder Bilder legen und Stück für Stück fotografieren oder man kann auch Figuren basteln und dann stellt man die hin und macht Foto für Foto und am Ende kommt dann eine bewegte Szene heraus. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Auf Wiedersehen, Herr Hiebel. Hallo, wir heißen Faisa und Shayla. Nun zeigen wir euch ein spannendes Rennen mit einer unerwarteten Wendung. Dieser Film entstand im Ferienprogramm Altötting. Drei Tiere kämpfen mit allen Mitteln um den Sieg. Wer gewinnt, das seht ihr jetzt. Hallo liebe Zuschauer und willkommen an diesem schönen Tag zum großen Rennen. Es treten gegeneinander an der Maulwurf mit der Startnummer 1, der Vogel mit der Startnummer 2 und die Schnecke mit der Startnummer 3. Vogel und Maulwurf gehen gleich in Führung, aber für die Schnecke sieht es schlecht aus. Sie kann nicht mit den beiden mithalten. Der Vogel zieht an dem Maulwurf vorbei und liegt somit vorne. Doch wo ist die Schnecke? Sie liegt ganz weit zurück. Versucht der Maulwurf sich etwa in die Erde zu graben? Das ist gegen die Regeln. Nun ist er unter der Erde. Ich sehe ihn nicht mehr. Es scheint, als ob er nicht mehr auftauchen würde. Somit ist er ausgeschieden. Die Schnecke holt nur sehr langsam auf. Oh, ich habe mich geirrt. Sie wird schneller. Doch nun versucht der Vogel zu schummeln, er hält ab und... Ah, das tat weh. Der Vogel ist auch draußen. Und wer hätte es für Möglichkeiten? Die Schnecke gewinnt. Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced all night. We polished all the chrome on a rusty little home. We slept all night in parking lots. We tied our hearts in double knots. So tight, so free, so bright. Hallo, hier sind Maxi und Denise. In unserem vierten Film rollt ein Ball über die Wiese. Was da alles passieren kann, zeigt euch die Ganztagsschule in der Mittelschule Freilassing.
Wir hoffen, dass euch unsere Trickfilmbeiträge gefallen haben und dass ihr viel Interessantes über die Trickfilmtage gelernt habt. Weitere Infos findet ihr unter www.trickfilmtage.de. Tschüss! Trickfilmtage Oberbayern. www.trickfilmtage.de